Wer einen Partner sucht oder eine Partnerin, der hat es heute ein bisschen leichter als früher, dank des Internets. Da gibt es alle möglichen Vermittler. Und da gibt man dann ein, wer man ist und wen man sucht. Und wenn man dann Glück hat, dann funkt's. Was aber, wenn es ohne Internet gefunkt hat, wenn Mann oder Frau jemanden anhimmelt, aber sich nicht traut, ihn oder sie anzusprechen? Auch dann hilft das Internet, genauer gesagt BipFlirt. So heißt die Seite, die 5 ehemalige Studenten in Heidelberg geschaffen haben. Julia Simon zeigt, wie sie funktioniert. Alena und Andreas, frisch verliebt. Beim Joggen sind sich die beiden Jurastudenten zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Sie auf der einen, er auf der anderen Straßenseite. Aber als er Alena ansprechen wollte, war sie plötzlich weg. Und genau da kam halt BipFlirt ins Spiel, dass ich diese zweite Chance dann zur Kontaktaufnahme nutzen konnte. Hey, bevor sie jetzt aus deinem Leben komplett verschwindet, vielleicht sieht sie es ja. Genau, ja. Vielleicht antwortet sie ja. Und es hat funktioniert, zum Glück. Ja. Nick Miftari ging es ähnlich. In der Uni-Bibliothek hat er immer wieder hübsche Kommilitoninnen gesehen, sich aber nie getraut, sie anzusprechen. Deswegen hat er zusammen mit Freunden BipFlirt gegründet. Übers Internet hinterlassen Verliebte ihre Botschaften. Die Nachrichten werden dann anonym veröffentlicht. Wer sich wiedererkennt, kann antworten und sich die Kontaktdaten geben lassen. Nick Miftaris Online-Kuppelei hat bundesweit eingeschlagen. Mehr als 1 Million haben den Dienst schon genutzt. Der Vorteil liegt darin, dass wir echt sind. Das heißt, man hat seinen Flirt im realen Leben gesehen. Und erst dann schreibt man eine Flirtbotschaft. Das heißt, es ist nicht so wie bei anderen Online-Dating-Plattformen, wo man sich nur online kennenlernt, sondern das Ganze hat im realen Leben stattgefunden und das Ganze ist echt. Die Gründer des Start-up-Unternehmens, alles ehemalige Studenten, sind voll ausgelastet. 130 Flirtanfragen gehen täglich ein. Jede dritte, sagen sie, führt zu einem Treffen. Bei Alena und Andreas hat die App jetzt ausgedient. Für sie war BipFlirt ein Volltreffer.